am Main verleiht Willy Pramel die Ehrenplakette. Unbestechlich in seinem künstlerischen Anspruch und mit intellektueller Schärfe ist Willy Pramel seit 50 Jahren Theatermacher. Er gibt Ideologiekritik und dialektischem Denken einen ästhetischen Widerhall auf der Bühne. Mit der kulturellen Besitznahme der Naxos-Halle und der Entwicklung dieses Industriedenkmals zu einem lebendigen, emanzipativen Theaterort hat Willy Pramel im Frankfurter Ostend Kulturgeschichte geschrieben. Die Stadt Frankfurt am Main dankt Willy Pramel mit dieser Auszeichnung für sein langjähriges kulturelles und soziales Wirken. Den Hut vor Ihnen, liebe Gäste, vor den Kaisern hier im Saal und natürlich vor Willy Pramel. Einreihen könnte er sich. Olby, Walt Whitman, Hoffmannsthal, Heine, Goethe, Büchner, Kafka, Hölderlin, Goethe, Novalis, Lessing, Goethe, Molière, Goethe. Und Theater mit Blasorchestern und Theater mit Männergesangsvereinen und mit Frauengesangsvereinen und Theater mit ganzen Dörfern und Theater mit ganzen Städten und mit der ganzen Welt und einen Sauergespritzten. Für den politischen Akt, den ein 81-Jähriger vollzieht, wenn er mit lackierten Fingernägeln an der Galluswarte auf die Linie 14 wartet. Nicht nur die Nägel, auch die goldenen Streifen an der Jogginghose, die Blumenhemden, den Teddyplüsch, die grellbunten Pullover, die Korallenkette, gelbe, orangene, grüne Socken und macht den Typen in der Bahn auf dem Sitz ihm gegenüber an und bittet ihn, die dreckigen Schuhe vom Sitz zu nehmen. Willy riskiert überall eine blutige Nase. Was gibt's noch? Die Goethe-Plakette, den Frankfurter Diversitäts- und Integrationspreis, den Internationalen Hochhauspreis, die Kranzniederlegung zu Ehren verstorbener Persönlichkeiten. Da kann doch einiges kommen. Wer meint, dass Willy Pramel heute auch dafür geehrt werden sollte, bestätige das bitte mit einem sehr langen Applaus. Jetzt ist es soweit, dass ich mit der Ehrenplakette mein Heimatland Niederbayern mit der Hauptstadt des Rhein-Main-Gebietes, Frankfurt am Main, einzutauschen habe. Und ich als Niederbayer auf der vergeblichen Suche nach einem gewohnt frischen Glas bayerischem Weizenbier
belehrt wurde, dass man sowas hier nicht kenne. Sowas haben wir nicht, sowas werden wir nie haben. Was wiederum ich meinem damaligen Getränkehändler erzählte und dadurch bewirken konnte, dass dieser einen Kasten dieser fremden Spezies von Bier bestellte, womit ich, historisch gesprochen, das erste Weizenbier nördlich des Mains heimisch gemacht zu haben. Und so erlauben Sie mir noch einmal mit einem Zitat von Goethe auch den heutigen Auftritt hier zu beenden. Ich sammelte und benutzte alles, was mir vor Augen, vor Ohren, vor den Sinne kam. Zu meinen Werken haben Tausende von Einzelwesen das ihre beigetragen. Toren und Weise, geistreiche Leute und Dummköpfe. Alle kamen und brachten mir ihre Gedanken, ihr Können, ihre Erfahrungen, ihr Leben und ihr Sein. So erntereich oft, was andere gesäet. Mein Lebenswerk ist das eines Kollektivswesens und dieses Werk trägt den Namen Goethe. Das Theater ist die kollektivste Kunstform und dies gehört zu den gesichertsten Erfahrungen eines 80-jährigen Theaterclubs in Stadt und Land. Man braucht gute, auch große und möglichst kontinuierliche Mannschaften, grundgeniale Mitarbeiter, die ich in meiner gesamten Lebenstheaterarbeitszeit immer wieder hatte und wie dies auch unser Theater immer wieder hatte und hat. Und so danke ich Ihnen, euch, fürs Zuhören, fürs Mitdenken, für die Theaterbesuche, die kleinen und großen Unterstützungen. Und so lassen Sie mich oder lasst mir in diesem, von diesem symbolischen Ort aus in die Stadt und ihre Umgebung hineinrufen. Auf Wiedersehen in unserem Theater in Frankfurt am Main. Bam, 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 bam.